Lutz, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und erzähl doch einfach mal so kurz zwei, drei Sätze über dich, wie alt du bist, wie lange du das schon machst, was genau deine Berufsbezeichnung ist und was dich eigentlich zum Gitarrenbauen oder Gitarreneinstellen oder diesem ganzen Bereich gebracht hat. Gerne. Ausüben tue ich den Beruf seit 1987. 1995 habe ich meine Meisterprüfung gemacht und diese Berufsbezeichnung von uns ist Zupfinstrumentenmacher, Meister. Das ist, als Gitarrenbauer kennt das jeder, aber Zupfinstrumentenmacher umfasst noch ein bisschen mehr. Also da sind, ich sag mal so, südlich der Donau sind das auch Zithern, die wir machen müssten. Wow, Wahnsinn. Ich bin nicht froh, dass ich nördlich der Donau wohne. Für mich war das damals so, dass ich immer in Musikgeschäften gearbeitet habe. Ich habe Musik gemacht, ich habe in Musikgeschäften gearbeitet, um mir das Geld zu verdienen, um Musik machen zu können. Um das, was ich schon an spielerischer Qualität hatte und auch an Wissen über die Instrumente, konnte ich natürlich über den Handel wunderbar machen. So habe ich da mein Geld verdient und dann habe ich hier in Berlin in einem Geschäft eine Anstellung gefunden in der Pariser Straße. Da ist jemand ausgestiegen als Verkäufer und der hat nebenbei Reparaturen gemacht. Und das ist bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Also manchmal passiert das mit schönen Frauen, aber da war es jetzt eben der Beruf. Das hat mich derartig umgehauen, dass ich wusste in dem Augenblick, ich kann meine handwerkliche Fähigkeiten oder Talent, das musikalische Talent und mein kaufmännisches Talent kann ich alles in einem vereinen. Das war wirklich, ich musste mich entscheiden, den Job anzunehmen und das waren 24 schlaflose Stunden. Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, ich mache das und hatte wirklich einen furztrockenen Mund, weil ich einfach gefühlt habe, jetzt bewegt sich in deinem Leben was richtig massiv was. Und das hat, ganz ehrlich gesagt, bis heute angehalten. Ich habe das Gefühl, nach 35 Jahren, ich bin immer noch am richtigen Punkt. Das ist vielleicht ein Riesenluxus. Darüber bin ich mir auch bewusst. Das hat auch Kehrseiten, so ist es nicht. Aber ich weiß heute ganz genau, wenn ich morgens aufstehe, ich gehe nicht einfach zur Arbeit, sondern ich gehe in mein Ding. Ganz großartiges Gefühl. Ja, das hattest du, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Diese 24 Stunden kamen mir dadurch zustande, dass du parallel auch noch ein Angebot hattest, Musiker zu werden, in einer Band zu spielen. Ja, genau. Und das fand ich nämlich spannend, weil du nicht so, Gitarrenbauer war nicht so, ja, damit der Musiker das nicht geklappt, dann baue ich halt Instrumente, sondern das war eine ganz klare Entscheidung zum Instrumentenbauer hin. Danke, dass du mich so darauf nochmal hinweist. Das war so, ich nenne jetzt den Namen der Band nicht, aber ich hätte meine Karriere auch als Musiker machen können. Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich hatte immer das Problem, ich bin nicht raufgekommen auf die Bühne. Ich hatte so dermaßen Schiss. Und wenn ich dann eine Stunde gespielt habe oder schon nach 10 Minuten, da war ich da, dann war alles gut. Und dann bin ich nicht mehr runtergekommen von der Bühne. Das heißt, mir war das zu ungewiss. Mhm. Ja, ich hatte auch einfach die Stabilität, die Mentalität nicht, das zu machen. Ich sehe das ja heute bei meinen Kunden, wenn die reinkommen. Das sind Leute dabei, die üben den Beruf des Gitarristen aus. Da ziehe ich ganz tief meinen Hut. Egal, wo sie spielen. Die müssen nicht in der super Top-Top-Top-Band spielen, die alle kennen. Und es gibt ganz viele Gitarristen, die einfach arbeiten. Blumen Group. Die in Bands arbeiten seit 20 Jahren, in einer Branche, die sie sich vielleicht nicht unbedingt ausgesucht haben, aber sie üben ihren Beruf aus. Das finde ich super. Da ziehe ich ganz tiefen Hut vor. Für mich war damals nur ganz klar, ich mache das nicht. Ich war froh darüber, überhaupt so ein Angebot zu haben, ins Handwerk zu gehen. Da kann ich mich ein bisschen verstecken quasi. Da war ich sehr froh drüber und das hat mir es erleichtert. Trotzdem war es auch ein Kampf für mich, weil also ein bisschen Rampensau bin ich dann schon auch damals schon gewesen, aber eben mit diesem heißen Schiss immer und das war mir einfach zu viel. Und ich habe gesagt, nee, mach's ganz klar, Lutz, Handwerk, Musikalität kannst du damit einbringen und ich komme aus einer Familie, wo der Handel auch immer eine Rolle gespielt hat. Und heutzutage mache ich zum Beispiel unglaublich gerne Marketing. Das ist für mich was Künstlerisches.
Das ist nicht einfach so, dass ich Anzeigen da und da setze, sondern ich schreibe selber die Texte, ich bereite das Ganze vor, da kann ich sowas noch von kreativ sein. Das ist auch vielleicht das, was mich an meinem Beruf so festhält, das ist diese Vielschichtigkeit. Jeden Tag Instrumente in der Hand zu haben, Handwerk zu machen, den Handel auch zu machen und eben dieses Künstlerische in dem Marketing. Das ist so abwechslungsreich. Ich liebe das bis heute. Schön zu hören. Und du hast eben schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar deine Kundschaft. Denn du sagst, auf deiner Website steht, das fand ich einen auch sehr schönen Satz, du sagst, dein Klientel ist, wer immer an deine Tür klopft. Der ist herzlich willkommen. Der ist herzlich willkommen. Ja. Und du bist dadurch nicht nur der Gitarrenbauer meines Vertrauens geworden, sondern ich habe mal ein bisschen in deinen Referenzen gestöbert, die mittlerweile ja auch sehr lang sind, und habe da so Namen gefunden wie Die Ärzte, Element of Crime, Alligator, Wir sind Helden, Kraftklub und sogar die Red Hot Chili Peppers. Und da habe ich gleich mal die Frage, was hast du für die Red Hot Chili Peppers gemacht? Der damalige Gitarrist, wann war das echt so? Das war schon, das muss Anfang 90er gewesen sein. Ende 80er, Anfang 90er. Der kam extrem aufgeregt und hat darüber geklagt, dass er sein Tremolo nicht benutzen kann an der Strat. Schöne alte Strat, 60er Jahre Strat. Ups. Und dann habe ich mich rangesetzt, habe auch wieder, was anscheinend so mein Ding ist, eine schlaflose Nacht verbracht und habe mir überlegt, woran liegt das eigentlich, dass diese Vintage-Tremolos nicht stimmstabil sind. Zu der Zeit gab es schon Floyd-Rose-Tremolos. Das heißt, da wird die Seite hinten abgeklemmt, da ist nichts mehr, was doch durch den Kanal läuft. Und oben an dem Kopf wird sie auch einfach abgeklemmt. Und das habe ich versucht, auf einem Vintage-Tremolo zu übertragen und habe das auch tatsächlich geschafft, dass ich also alles, was mechanisch Reibung erzeugt, dass ich das rausnehmen konnte. Und da habe ich damals eigentlich schon, habe ich das für mich persönlich empfunden, ich kann ein normales Vintage-Tremolo tatsächlich stimmstabil machen. Der kam am nächsten Tag, ich solche Ränder unter den Augen, er allerdings auch, aber aus einem anderen Grund. Und dann hat er das probiert und gesagt, hey man, what the fuck, das ist super, das ist total geil, kommst du heute Abend zum Auftritt. Also die kannte niemand. Da bin ich ins Quasimodo gegangen und habe die Red Hot Chili Peppers in Quasimodo vor 50 Leuten spielen sehen. Das hat mir so die Birne weggeblasen, weil das hat ja noch niemand gehört dabei zu der Zeit. Das war ganz, ganz frisch, als die rauskamen. Ein bleibendes Erlebnis. Glaube ich dir gerne. Hillel Slovak hieß der Gitarrist, ja, glaube ich, der alte Gitarrist, genau, der erste, genau, von denen. Der ist zwei Jahre später nach unserem Zusammentreffen, ist er, glaube ich, gestorben oder kurze Zeit später. Du bist nicht nur Gitarrenbauer, du hast auch eine große Leidenschaft für Klang im Allgemeinen. Also es gibt einmal dieses, was du ja eben schon beschrieben hast, das Handwerkliche, das Musikalische und das Betriebswirtschaftliche, nenne ich es einfach mal. Und ich habe ein bisschen auf deiner Website gestöbert und so, was du beschreibst, du nimmst die Welt ja auch sehr auditiv und sehr akustisch wahr. Also du hörst gerne den Klang von Regen auf deinem Regenschirm, du nimmst alles wahr, was so um dich rum passiert, viel mit deinen Ohren. Und Holz ist so eine gewisse Leidenschaft von dir. Also es gibt auf deiner Website, die wir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, ein paar Videos, wo du dokumentiert hast, wie du alte Holzschätze gehoben hast. So der Schatz von Potsdam Mittelmark, der Schatz von Bubenreuth, wo du halt alte Hölzer, die teilweise aber auch nicht noch gut gelagert und in gutem Zustand waren, gehoben hast und die dann, oder auch mal einen Baum gefällt hast, der quasi schon so gegen Ende seiner Lebensspanne war, der dann, ich glaube, noch so 20 oder 30 Jahre hätte machen können, also der war schon über 200 Jahre alt. Und du hast denen dann quasi so als Material für Instrumente nochmal die Möglichkeit gegeben, nochmal ein zweites Leben anzutreten. Ganz genau, so nenne ich das auch immer gerne, das zweite Leben der Bäume. Genau. Das zweite, guck mal. Ja. Und so jetzt mal so ganz allgemein die Frage, weil es gibt ja viele Mythen, viele Ideen, viel Zeug, das so im Internet oder in irgendwelchen Magazinen steht. Aber so wo wir jetzt hier schon mal sitzen, will ich dich gerne mal fragen, welchen Einfluss hat Holz auf den Klang eines Instruments? Und wie hat sich dein Verständnis von Holz und Instrumentenklang überhaupt dahin entwickelt, wo es jetzt ist? Oh, cool, gute Frage. Ja, gute Frage. Ne? Ja, klar. ich beginne mal ganz kurz so. Ich bin kein Designer. Ich könnte keine Gitarrenform entwerfen. Ich habe das mal probiert. Das ist nicht mein Ding. Noch schlimmer ist bei meinem Gesellen. Der ist ein hochgradig talentierter Handwerker, also wie ich das noch nie gesehen habe.
meines Erachtens sogar besser als ich, aber wir sind beides keine Designer. Also habe ich dann, als ich das gemerkt habe, habe ich mich selber gefragt, was fasziniert mich denn am Instrument? Und klar, dann bin ich natürlich aufs Holz gekommen. Also ich baue Instrumente, die jetzt Design vom Design her nichts Neues sind, aber ich achte ganz genau darauf, welche Hölzer ich verwerte. Und das geht dahin, dass ich auf der einen Seite fällen wir jedes Jahr ein bis zwei Bäume. Meistens ist es Erle. Jetzt haben wir eine Esche gefällt. Jetzt und Ahorn sind wir immer auf der Suche, das zu kriegen. Aber ich fälle die Bäume lieber selbst. Erstens, weil ich sie aufgrund ihres Standortes, ihres Alters, ihres Wuchses und im Wuchs im Verbund mit anderen Bäumen, das hat alles Einfluss auf das Holz. Und das Holz ist der Klang eines Instruments. Und ich kann dadurch, dass ich die Bäume selber fälle, kann ich das Holz dementsprechend ablagern. Nicht künstlich runtertrocknen. Mindestens 2 Jahre draußen, mindestens 2 bis 3 Jahre drin. Ablagern, trocknen, ganz behutsam. Und dann kann ich gucken, ob ich es schon verarbeiten kann. Wenn nicht, liegen lassen. Ganz wichtig. Dann habe ich den Schatz vom Bubenreuth gehoben. Das waren Instrumententeile wie Hälse, Körper, teilweise sogar Hardware, die aus den 50er, 60er Jahren aus dem ganzen Bereich Bubenreuth stammten, der Schatz von Bubenreuth. Da gab es damals schon Framus, Höfner, Klierer, Hoyer, die waren alle in dem Fränkischen angesiedelt. Und die haben Instrumente gebaut, und als die Asiaten, wie man das so schön sagt, auf den Markt kamen, haben die gemerkt, sie können in der Qualität, in der sie bauen, nicht mehr zu dem Preis bauen. Und das war ein Hammerschlag für diese Gegend. Die haben größtenteils aufgehört und haben aber noch Holzbestände und teilweise auch Instrumenten, Halbfertigprodukte, haben die noch gelagert. Und da bin ich durch einen sehr bekannten Gitarrist darauf aufmerksam gemacht worden, bin da hingefahren, um quasi sowas wie einen Bildungsurlaub zu machen, und habe dann jemanden kennengelernt, der hat damals in Heimarbeit für alle diese Firmen gearbeitet. Heimarbeit, heute würde man sagen Outsourcing. Ja, also das hieß früher schon Heimarbeiten, das gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Da haben die Leute zu Hause eine Werkstatt gehabt, und da kam ein LKW vorbei und hat gesagt, 20 Buddies, bitte Binding dran machen, und nächste Woche komme ich wieder und bringe dir wieder welche. Und dann, das war Heimarbeiter. Die haben in den Fabriken, sage ich mal, 200 Angestellte gehabt, aber 250 bis 300 Externe, die alle zu Hause gearbeitet haben. Homeoffice quasi. Oder noch schlimmer, Homeoffice, genau. Und ich habe den ich kennengelernt habe, der hat für diese ganzen Firmen gearbeitet, hat noch viel mehr gemacht. Der hat auch für die ganzen Firmen das Holz besorgt. Also als ich ihn kennengelernt habe, stand in jedem Raum ein Holzbein. Das hat er auf dem Polter verloren, als er die Hölzer ausgesucht hat, abgerutscht. Polter ist das, wo lauter Baumstämme im Wald liegen. Manchmal so von außen ein bisschen angeschrägt, dann wird das da gelagert. Und dann ist er da hingegangen und hat die Sachen ausgesucht. Und der war ein Messi. Es gibt einen ganz legendären Container, auch heute noch bei Höfner im Hof. Da wird alles reingetan, was dem Qualitätsanspruch der Firma nicht entspricht. Das sind manchmal Winzigkeiten, aber sie können es nicht als Produktionsstätte, können sie es nicht verkaufen. Und er ist einer morgens drin mit dem Kopf als erstes im Container und abends nochmal und hat sein ganzes Auto vollgeladen und hat das über Jahrzehnte gemacht und hat Teile gesammelt. Also da waren Beatles-Bässe dabei, halbfertige, Körper, Hals dazu. Western-Gitarren haben wir da bekommen, ganz tolle Höfner-Jazz-Gitarren, die wir dann hier alle aufgearbeitet haben und lackiert haben, Hälse gebaut haben, nach Kundenwunsch, was auch immer. Wir haben ja immer noch die Franklin. Das ist unser, sag ich mal, am meisten verkauftes Instrument. Davon habe ich 300 Körper gefunden, das muss man sich vorstellen. 300 fertige Körper. Die hat damals die Firma Ovation bestellt, die haben 500 Stück bestellt, Ende der 50er Jahre. Also auch damals gab es schon sowas wie
Globalisierung in dem Bereich Instrumentenbau. Mhm. Und Massenproduktion. Und Massenproduktion, ganz genau. Und dann haben die das bei Höfner, haben die 500 Körper gebaut und hat Obel schon gesagt, fick mal 200 rüber. Dann haben die daraus Instrumente gebaut und sind total gefloppt. Ah, scheiße. Gönn ich ja niemanden. Aber dann haben die bei Höfner angerufen und haben gesagt, so Leute, die Dinger sind bezahlt, die anderen 300 Körper, die schmeißt ihr bitte weg. Die waren doch in Pappe verpackt, als ich die gefunden habe. Also unglaublich. Ihr schmeißt die weg, die sind bezahlt, ihr dürft kein eigenes Modell draus machen. Weil das war schon, die war anders als die Verithin, die ist ein bisschen dicker, die hat andere Ohren oben und so weiter. Und da hat Höfner gesagt, naja, gut, ist ja bezahlt. Ab in Container. Mein Mann in den Container. Und hat die alle mit nach Hause genommen. Hat die leider unsachgemäß gelagert. Ich habe also diese 300 Körper bekommen. Da oben ist der Rest. Davon waren 50 leider so wurmzerfressen, dass wir sie wegschmeißen mussten. Ja, das sage ich nicht. Das tut weh. Aber die anderen haben wir. Und haben zu den Körpern machen wir heute Hälse, die wir nach Kundenwunsch anfertigen und teilweise aus ganz, ganz unterschiedlichen Hölzern. Da fing es noch zu deiner Frage auch zurückzukommen. Da fing das bei mir an, Holz noch mal ganz anders zu hören. Weil ich hatte einen fertigen Körper. Das ist so, als wenn ich etwas habe, was immer wieder das Gleiche ist. Und wenn ich jetzt mit unterschiedlichen Hälsen, Halshölzern und so weiter, Griffbrettern arbeiten kann, das hat meine Ohren noch mal ganz gewaltig geöffnet. Wenn man ein guter Musiker werden will, dann heißt es üben, 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 üben. Und ja. Das ist für uns genau das Gleiche. Experimentieren, experimentieren, experimentieren. Wir haben in letzter Zeit deutsche Hölzer ausprobiert. Kirsche, Apfel, Birne, solche Sachen, um einfach auch Alternativen mal zu suchen. Also und wie klingt das? Das alles Entscheidende für ein Instrument im akustischen Gitarrenbau ist das Holz. Da ist es hier, frag mich das, hier ist es immer klar. Bei einer E-Gitarre ist, sagt man, ist ja nur ein Brett mit dem Stiel vorne dran und das ist ein Kasten mit dem Stiel. Auch bei der E-Gitarre ist natürlich das Holz ausschlaggebend. Und da kann man unglaublich viel lernen. Ich habe früher Leute belächelt, die Körper abgeklopft haben. Das mache ich heute nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich auf den Knien sitze und durch den Laden gehe und die Körper irgendwie abklopfe, aber Holz hat so viel zu sagen, hat so viel Charakter, dass ich, wenn ich mir die Zeit nehme, da genau hinzuhören, dann kann ich auch wirklich klanglich, Kunstwerke ist für mich zu weit gegriffen, aber ich kann unglaublich schöne Gebilde machen, die ein Instrument auszeichnen. Und das kann ich dann, wenn ich richtig gut bin, das sogar als Charakter anbieten für einen Musiker, für seine Musik, die er macht. Holz ist das A und O. Da kommen wir gleich tatsächlich, schöne Überleitung direkt zur nächsten Frage, beziehungsweise zu den nächsten beiden Fragen. Und zwar, das eine ist relativ subjektiv, nämlich wir haben gerade ein bisschen über Klang gesprochen, du hast über Klang gesprochen. Und abgesehen davon, dass er subjektiv ist, würde ich gerne wissen, was bedeutet denn überhaupt guter Klang für dich? Mhm. Oder was macht einen Klang aus? Ja. Und wenn jemand in deinen Laden kommt und auf der Suche nach einem Klang ist oder nach einem Holz ist, wie berätst du die Person dann? Okay, also ich höre nicht das, was er hört. Definitiv nicht. Also wir können uns dann nur zusammenfinden. Das heißt, wenn jemand kommt und sucht einen bestimmten Klang, dann sage ich, naja, guck mal hier, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Ich habe eine 53er Blackguard, ich habe eine 52er All Gold Les Paul, ich habe eine 54er Junior, ich habe eine 65er Jaguar, die als Referenzen für mich erstmal dienen, wie kann ein Instrument klingen. Und dann kann ich mich daran anlehnen, selber Instrumente bauen, klanglich, ich will nicht dahin kommen, ich will nicht, dass meine Instrumente klingen wie eine 53er Blackguard. Aber ich möchte diesen Charme, den möchte ich erreichen. Und den kann ich auf ganz vielfältige Art und Weise herstellen. Ich muss nicht eine Esche nehmen. Und ich muss nicht diese Swamp-Esche nehmen, um das zu erzielen. Sondern ich kann auch eine heimische Erle nehmen. Kommt drauf an, wie sie gewachsen ist. Und dann kann ich ein wunderbares Instrument ihm anbieten und kann ihm sagen, so, was gefällt dir? Und dann kriege ich langsam mit, wo ist er eigentlich? Was hört er? Hört er wirklich die gleichen Höhen, Mitten, Tiefen, die ich höre? Wo
kommen wieder zusammen. Und so kann ich dann wirklich eine gute Beratung machen und sagen, so, ich würde dir das und das vorschlagen, gebe ihm Instrumente in die Hand und sagt, okay, willst du haben, baue ich dir. Oder kannst die hier ist, kannst du gleich mitnehmen. Also es geht schon da los, dass eure Wahrnehmung von Klang schon überhaupt nicht übereinstimmt. So. Muss nicht. Kann sein, dass es das tut, aber nee, überhaupt nicht. Das ist so individuell, Wahrnehmung von Klang. Also ich könnte jetzt so ein paar schöne Beispiele bringen, das mache ich jetzt nicht, das führt dann zu weit weg. Aber was ist eigentlich Klang? Also doch, ich mache ein Beispiel. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Was für ein Unsinn. Wer hat das geschrieben? Rauscht ein Bach? Macht er nicht. Ein Bach plätschert. Wenn man das mal genau wahrnimmt. Also möchte ich nicht wissen, was er jetzt wahrgenommen hat. So, und wenn meine Mühle klappert, dann nehme ich einen Werkzeugkasten und gehe raus und repariere die. Ja. Also was ist Klang? Ja. Das ist so subjektiv, die Wahrnehmung, dass es das Hauptthema eigentlich ist, um mit dem Kunden, der ein Instrument haben möchte, zusammenzukommen. Das ist jetzt sehr subjektiv ausgedrückt, sehr fein. Das geht manchmal viel schneller im Groben, zack, 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 zack. Aber es ist das A und O. Das kriege ich nur, wenn ich das dementsprechende Holz zur Verfügung habe. Ich kann mit Holz kann ich jemanden verführen. Geht auch. Okay, spannend, 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 spannend. Bleiben wir mal bei dem Thema Klang und gehen wir mal zu einem Thema, wo ich jetzt total unbedarft bin, weil ich mich mit dem Thema nicht viel beschäftige, und zwar Vintage-Gitarren. So, also meine Ansicht ist auch ähnlich wie deine, es gibt nicht den perfekten oder den guten Klang. Holz klingt halt und Klangästhetik ist halt immer unterschiedlich und Geschmäcker sind immer unterschiedlich. Definitiv. Und das, was für die eine Person perfekt ist, ist für die andere vielleicht total blöd und umgekehrt. So, und diese Vintage-Gitarren finde ich persönlich aber ein sehr interessantes Thema. Denn du besitzt ja Vintage-Gitarren, du kaufst und verkaufst auch Vintage-Gitarren, du zertifizierst, soweit ich weiß, auch. Ja. Und was genau macht denn Vintage-Gitarren in deinen Augen und Ohren besonders wertvoll? Und wo ist vielleicht dieser Mythos Vintage-Gitarre auch irgendwo mal vorbei? Okay. Ich werde leider nicht erleben, wie meine Gitarren in 50 oder 60 Jahren klingen. Dazu bin ich zu alt. Aber das wäre sauspannend. Also was macht eigentlich eine Vintage-Gitarre aus? Fangen wir mal wieder beim Holz an. Klang. Die hatten damals Hölzer zur Verfügung, die sie heute nicht mehr haben. Die sind einfach rausgegangen. Leo Fender ist das Paradebeispiel dafür. Die sind einfach rausgegangen und gesagt, was steht da? Esche? Mach mal. Mach mal einen Körper draus. Funktioniert. Geht. Was brauchen wir noch? Ahorn? Super. Einteilige Hälse haben die früher gemacht, ohne Trassrott. Also die sind auch viele Irrtümer gelaufen. Aber die hatten einfach Holz, was bei ihnen vor der Tür steht, haben die genommen und haben gesagt, was macht die Fräsköpfe nicht so schnell stumpf? Damals gab es noch kein HM, da gab es eine HSS-Bestückung. Was ist in dem Fertigungsablauf das richtige Holz, was wir nehmen können? Die haben auf Klang null geachtet. Die haben auf Funktionalität von Holz geachtet und dass es gleich da ist. Heute heißt das regional. Das haben die sowieso gemacht, weil, um einfach Kosten zu sparen von den LKWs, von den Baumfällern und so weiter. Und heute ist das alles, wird das gehypt bis zum Abwinken. Das ist nicht ohne Grund, weil das Holz, was heute verwendet wird in der Musikinstrumentenindustrie für den Gitarrenbau, ist, ganz klare Behauptung, zu 90% es nicht wert, daraus ein Instrument zu bauen. Das kommt von Plantagen. Da werden Bäume so eng gesetzt, dass sie nur schnell in die Höhe wachsen. Das ist, kannst du nach 60 oder 80 Jahren kannst es fällen, wird künstlich runtergetrocknet und schwupp ist 14 Tage später ein Hals draus gemacht. Brauchen wir nicht drüber reden. Die hatten damals aber Hölzer, die von 200, 300 Jahre da gestanden haben. Die Ahörner, die Esche. Das sind Ahorn und Esche sind beides Hölzer, die nicht besonders schnell wachsen, wie die Buche zum Beispiel auch. Buche für den Instrumentenbau, schwierig. Aber die hatten damals einfach Hölzer, die hunderte von Jahren dort gestanden haben. Und dann haben sie sie gefällt. Und dann haben sie irgendwann, ist nachgepflanzt worden. Und das ist das, was wir heute haben. Hm. Und die haben das ganz gute Holz schon verbraucht und wir haben jetzt das Retortenholz sozusagen. Genau so sieht es aus. Und darum habe ich erstmal vor jedem Instrument aus der Zeit, aus den 40er, 50er, 60er Jahren, habe ich erstmal Respekt.
Und dann muss man sagen, wir haben jetzt zum Beispiel, als wir unsere Blackguard hier vorgestellt haben in unserem Club of Tone, da habe ich Leute eingeladen, die 50er Jahre, also Anfang 50er Jahre Telecaster hatten. Broadcaster hat man sogar dabei, Blackguards. Da hat keine wie die andere geklungen. Die waren alle total unterschiedlich und wir haben hier sowas von abgedördet, das kann man sich nicht vorstellen. So ein Haufen erwachsener Männer mit so schon leicht ergrauten Haaren, so gebeugt über die Instrumente. Und bei jedem lief ein Riesenfilm ab, aber für mich war ganz eindeutig, keine klingt wie die andere. Sie haben grundsätzlich einen Charakter, aber sie sind sehr unterschiedlich. Ob die heute das Geld wert sind, wofür die gehandelt werden, ist eine andere Frage. Man kann auch mit Uhren handeln. Aber nochmal zurück, das Holz, was die damals verarbeitet haben, steht ihnen heute nicht mehr zur Verfügung. Definitiv. Zu dem Thema ist alles sehr spannend, aber da habe ich nochmal eine Folgefrage. Und zwar zum einen, so, nur weil, also man könnte jetzt halt sagen, nur weil Holz alt ist, ist es ja nicht unbedingt besser. Da finde ich noch interessant, was du dazu zu sagen hast. Und du sagst ja auch selbst immer, du baust aus richtig altem Holz richtig gute Gitarren. Willst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen für mich und für alle, die zuhören? Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich manchmal Instrumente gerade in dem Reparatursektor in die Hände bekomme, wo Palisander, Mahagoni, Ahorn, was auch immer ist, verarbeitet wurde bei relativ preiswerten Gitarren, wo ich sage, wow. Also Holz ist so vielseitig, dass ich nicht unbedingt sagen kann, nur altes Holz ist gutes Holz. Das würde ich nicht sagen. Es kommt immer auf die Art an und wo hat der Baum gestanden, welchen Einfluss hatte er in seinem Leben und so weiter. Also selbst die Gitarre, die ich für dich eingestellt habe, für 79 Euro im Bausatz und ich mache ein Setup dran, was eigentlich 100 Euro kostet, mich hat die klanglich total überrascht. Also jetzt nicht, weil das ist so ein Billigding, sondern ich habe hier Instrumente in die Hand, die kosten sehr viel mehr, aber die haben den Klang nicht gehabt. Das ist bestimmt ein Zufall. Und diese Zufälle, die gibt es. Du kannst jetzt sagen, 100 Strats, gleiches Baujahr, gleiche Herkunft, gleiche Hardware, gleiches Holz, alles. Da klingt keine wie die andere. Also das nur zu sagen, nur altes Holz klingt gut, nö. Das hat nur seinen Charakter. Und ob ich den so leicht reproduzieren kann, das ist schwierig. Und wenn du so viel Erfahrung machst und dein tägliches Leben sich eigentlich nur darum dreht, was habe ich hier für eine Kiste mit dem Stiel dran oder ein Brett mit dem Stiel dran, dann willst du natürlich auch, dann gehe ich natürlich auch andere Wege. Also wie zum Beispiel, also wenn du mich das fragst. Ja, ich zeig das mal. Das ist Belitzer Ahorn. Den haben wir hier in der Nähe gefunden. Den hat jemand reingesetzt als Brennholz. Da sind wir da hingefahren, haben den Baum gesehen, also der lag schon und haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Sofort kaufen, Sägewerk bestellt, hat uns das aufgeschnitten vor Ort, mitgenommen. Belitzer Ahorn, Boden, Zagen, deutsche Alpenfichte. Und jetzt geht es richtig nochmal ins Eingemachte. Das ist Mahagoni, karibisches Mahagoni. Und das ist ostindischer Palisander. Kopfplatte oben, die Deckplatte ist Makassar-Ebenholz. Hier habe ich jetzt Materialien, das Mahagoni und das Palisander und das Makassar oben stammt von Bäumen, die 1960 gefällt wurden. Darüber habe ich, das habe ich mir mit Brief und Siegel geben lassen vom Thünen-Institut in Hamburg und anschließend durch eine C14-Untersuchung, eine Kohlenstoffuntersuchung, die haben mir das bestätigt. Das ist natürlich mein Interesse, jetzt zu sagen, wo kriege ich noch altes Holz her? Und da habe ich halt ein Riesenglück gehabt, dass ich von einem Bildhauer dieses karibische Mahagoni kriegen konnte. Klopfen. 1960 gefällt. Dann habe ich für einen Zagen, für eine Western-Gitarre, Makassar-Ebenholz. Das sieht schon einfach gut aus. Das ist ne? Auch das. So. Das ist ostindischer Palisander, Dalbergia latifolia, botanische Bezeichnung, auch Zagen für unsere Western. Und das ist auch nochmal dieses alte Mahagoni. Das sind Sachen, die
Die habe ich bei einem Schatz von Potsdam-Mittelmark, habe ich die von einem Bildhauer, der Ziehvater ist von meinem besten Freund. Das heißt, der ist der Vater seiner, das ist der Freund seiner Mutter. Okay. Das ist mein Ziehvater. Ah. So, der ist 80 geworden und hat mir eine Kammer geöffnet, wo ich, die er mir immer verweigert hat. Der hat aus diesen Hölzern hat er Riesenskulpturen gebaut. Und der hatte in so einem Raum hat er das alles gelagert und der hat mich immer nie da reingelassen, so ein Bärbeißiger. Und dann da ist er 80 geworden und hat dann gesagt, wir müssten da mal gucken. Und dann öffnete er diesen Raum und ich sehe einfach nur Spinnenweben, Staub und Bohlen ohne Ende. Dann haben wir das alles umgestapelt. Davon habe ich 2 Jahre lang Sehnenscheidenentzündung gehabt. Ich habe also ständig eincremen müssen, weil ich war so gierig. Und dann haben wir Proben davon genommen, haben die, wie gesagt, zum Thünen-Institut geschickt und anschließend eine C14-Untersuchung machen lassen, um genau sicher zu sein, Standort, Alter und so weiter und botanische Art. Und dann durfte ich kaufen. Und jetzt, 2 Jahre später, sagt er, weil er jetzt eine Photovoltaikanlage auf sein Haus haben will, hat er gesagt, ich glaube, da ist noch was. Sind wir wieder da rausgefahren und haben fast noch mal die gleiche Größenordnung bekommen. Wahnsinn. Da ist Korallenpalisander aus Guatemala dabei. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Pau Ferro ist Eisenholz aus Brasilien. Ostindischer Palisander, Wovona Maserknolle. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Maserknolle aus Nordamerika oben. Also Maserknollen werde ich jetzt nicht erzählen, was das ist. Und so weiter. Zuckerahorn, Sachen ohne Ende. Und die sind jetzt gerade alle bei einem Holzhändler, der mir die alle zuschneidet auf diese Größen. Und das sind locker 3 Kubikmeter, die wir da haben. Da hast du viel zu bauen. Für die nächsten 2 Generationen ist da vorgesorgt, ja. Ich könnte das verkaufen an die Musikindustrie. Die würden mir Unsummen dafür zahlen. Mache ich aber nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Also wir machen das ganz langsam. Wer zu uns kommt, kriegt was gebaut. Händler haben wir nicht. Und vor allen Dingen kann man diese ganzen Sachen hier bei uns abklopfen. Das ist wieder Gehörbildung. Oder auch Charakterbildung, um zu sagen, so, oh wow, aus dem Holz möchte ich das haben. Nicht nur, dass es schön ist, sondern dass es auch gut klingt. Das kann man vorher hören. Und wir haben genug Instrumente da, um schon mal vorab einen Eindruck zu vermitteln. Du hast ja eben schon so ein paar Geschichten erzählt aus deinem Leben als Gitarrenbaumeister. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen, weil du hast ja wahrscheinlich in deiner Karriere schon so einiges gesehen. Und was mich persönlich interessiert, was ist so die wildeste Gitarre oder die wildesten Gitarren, die dir Leute schon mal vorbeigebracht haben, wo du dachtest, abgesehen von meiner jetzt? Also wo ich dann doch meistens auf die Knie gehe, das sind halt bei den alten Instrumenten. Da kriege ich manchmal unglaublich, unglaublich schöne Instrumente hier rein. Also wild, jetzt hat gerade jemand, selbst mit seinem Vater hat er einen Entwurf gemacht, ein unglaublich skurriler Körper, grottenschwer, 6 oder 7 Kilo. Wow. Dann ist sein Vater während dieses Prozesses, ist der leider verstorben und er hat sich aber dann gesagt, ich möchte das Projekt alleine zu Ende bringen. Völlig bizarres Instrument, wo wir uns auch komplett zurückhalten. Also von der Holzauswahl her bis zu dem Hals, den wir jetzt doch für ihn neu machen müssen, weil da streiten sich dann doch die Geister. Also einen Körper kann man schon mal selber machen, aber einen Hals mit Bundierung und allem, da wird es schwieriger. Und dem bauen wir das jetzt so, wie er das haben möchte. Und das ist extrem schräg, das Ding. Aber das ist eine schöne Geschichte. Und da bin ich immer für zu haben. Jetzt hat mir eine ältere Dame aus Steglitz hat mir aus den 40er Jahren in Tschechien, in Böhmen, eine gebaute Jazzgitarre gebracht, hatte so eine Schachtel noch mit Saiten aus der gleichen Zeit und so ein dickes Fotoalbum von dem Besitzer, wie er das Instrument spielt.
steht Dick Gibson oben drauf, aber Gibson völlig anders geschrieben. Die haben also damals auch schon so plagiiert, genau. und diese, also eigentlich mache ich das nicht mehr, diese alten Instrumente aufzukaufen und dann zu restaurieren. Da bin ich so ein bisschen von weg, weil wir einfach mit dem Instrumente fertigen, mit unseren Luke-Gitarren zu viel zu tun haben. Aber das ist dann auch so eine Geschichte, da kann ich nicht Nein sagen. Ich habe sie gebeten, die da zu lassen, habe eine Recherche gemacht, woher sie eigentlich stammt. Die ist über Bulgarien an diesen Gitarristen verkauft worden. Also hat ein Label innen drin, Made in Bulgarien. Und was eigentlich nicht stimmt, weil sie ist woanders in Böhmen halt gebaut worden. Aber diese ganze Geschichte war wieder so, so toll, so skurril und so, so liebevoll. Und diese Frau wollte eigentlich auch gar nichts dafür haben für die Gitarre. Und das habe ich ihr natürlich ein Angebot gemacht, damit ich auch ein gutes Gefühl habe. Jetzt habe ich sie doch wieder gekauft, weil also allein diese Bilder von dem Gitarristen aus den 40er, 50er Jahren, wie er das Instrument spielt, ist natürlich, das bereichert mein Leben hier einfach total. Ich hätte mir so gedacht, dass irgendjemand vorbeikommt mit einer total selbst zusammengeschraubten Gitarre und sich, ja, kannst du mich mal einstellen? Machen wir. Also ich habe es früher abgelehnt, dann gesagt, nö, dann mach's doch zu Ende. Aber heute mache ich das nicht mehr. Also wenn da jemand sich so an das Thema rangeht, dann will er ja was. Das muss ich ja nicht ignorieren. Wenn es dann wirklich nicht zu machen ist, dann erkläre ich ihm das, was nicht zu machen ist. Und wenn er bereit ist, dann unsere Arbeit in Anspruch zu nehmen, dann muss er halt auch ein bisschen dafür zahlen. Da knicken dann die meisten weg. Aber ich finde das immer toll, wenn jemand sich damit einfach so weit auseinandersetzt und sagt, so. Und dann, wenn er den Mut auch hat, bis zu einem Gitarrenbauer zu kommen und zu sagen, da stimmt ein bisschen was nicht, kannst du mir noch helfen? Kein Problem. Also mittlerweile mache ich sogar so, dass ich Leuten sage, die zum Beispiel auch sich so einen Bausatz kaufen und die das nicht hinkriegen, dass wir die einfach beraten. Hey, das kostet mich mal gerade 10 Minuten oder eine Viertelstunde, jemandem was zu erzählen. Und für ihn macht das Leben leicht. Ist alles gut. Letzten Endes habe ich ihm seit Seiten dann vielleicht noch verkauft, aber er weiß einfach mehr und kann sich weiter rantasten. Irgendwo fängt man immer bei Null an. Und da sind manchmal auch richtig schräge Dinge dabei. Ja, ja, ist witzig, dass du das erzählst, aber ich finde den Ansatz sehr schön, weil ich kenne dich ja schon auch eine Weile und ich weiß ja, dass du auch wirklich ein Klangästhet bist und auch wirklich Musikinstrumenten bauen auch wirklich dein Lebensmittelpunkt ist. Und ich hatte auch schon ein schlechtes Gewissen, dir mit hier so einer selbst zusammengeschraubten 80-Euro-Gitarre zu kommen. Aber ich dachte mir, du wirst schon irgendwie fair sein und mir das Ding nicht um die Ohren hauen, deshalb bin ich ja auch vorbeigekommen. Stichwort vorbeikommen. Und zwar habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die mich sehr interessiert. Und zwar, du hast ja bestimmt immer mal wieder Kunden, die jetzt vielleicht auch ganz unverschuldet einfach mit so ein bisschen schrägen Ideen und Theorien und Mythen und sowas vorbeikommen, was Gitarrenbau und so weiter betrifft. Und was sind denn so Irrtümer über Gitarren, die irgendwie heute kursieren, die dich irgendwie nerven, weil sie dir das Leben einfach nur schwer machen? So leicht kann mir da nichts das Leben schwer machen. Wenn du von heute auf morgen so eine Information als Allgemeinwissen bei allen Gitarristen und Gitarristinnen etablieren könntest, was wäre das? Also, unbedingt aufräumen mit dem Mythos, zu sagen, Gitarren bauen kann eigentlich jeder. Oder jeder kann seine Gitarre selber einstellen. Das sind so Sachen, die grassieren natürlich durch die ganzen Tutorials, die es gibt im Internet. Da sage ich immer gerne, Internet ist Eckkneipe, genau auf dem Niveau und kein bisschen höher. Also was wir hier machen, ist ein Handwerk, was man erlernen kann. Das ist ein ganz normaler Beruf. Und da räume ich gerne auf. Also nee, da werden viele Leute auch einfach hinters Licht mitgeführt. Die werden irregeleitet. Das ist Unsinn. Also eine Gitarre einstellen. Also ich sag mal so, der Anthony, als er hier seine Lehre angefangen hat vor 15 Jahren, nach 5 Jahren konnte ich sagen, so, ich kontrolliere die Einstellung nicht mehr. Das liegt natürlich auch, wir haben natürlich einen ganz anderen Anspruch daran, aber das hat ganz viel damit zu tun, auch wie du das Instrument erfühlst. Auch wenn es seine Barrieren hat, Hindernisse hat, schlecht gemachte Mundierung, was die Industrie da teilweise raustut heutzutage, das ist echt, boah. Ich bezeichne das auch nicht mehr als Instrumente, sondern nur noch als Gebrauchsgegenstand. Ich glaube, das trifft es dann am besten.
ich will mich da auch gar nicht auf ein hohes Ross setzen und sagen, boah, Instrument, das ist alles Schrott, alles Unsinn. Es fängt alles irgendwo an und es geht irgendwo hin und es ist immer eine persönliche Geschichte. Aber Handwerk ist Handwerk. Da muss man auch ein Talent zu haben oder man muss es zumindest verstehen können. Und darum bemühen wir uns hier immer. Das, was wir machen am Instrument, vermitteln wir immer. Wenn jemand kommt, bringt mir eine Gitarre, dann nehme ich die genau unter die Lupe. Ich nehme sie erstmal in die Hand, spiele sie. Dann gucke ich, wie ist der Hals, Seitenlage, was hat er da für Pickups drin und so weiter. Und dann sagt er ja vielleicht, kannst du mir ein Setup dran machen. Das wird immer alles vorher kontrolliert. Dann schreibe ich den Auftrag, kalkuliere, setze einen Zeitpunkt, wo er es wieder abholen kann. Und damit kann ich allen Missverständnissen, die sind so oft reingetragen werden hier, durch solche Tutorials, kann ja jeder, den gehen wir damit aus dem Weg. Wir sagen ganz klar, das ist zu machen, das kriegst du von uns, das kostet dich so und so viel und nächste Woche Freitag kannst du es abholen. Und die Termine stehen und werden eingehalten. Ja, das ist ja auch so ein bisschen einfach, also klar, Tutorials bis zu einem gewissen Punkt sind natürlich irgendwie hilfreich, aber irgendwo, wie du gesagt hast, es ist ja wirklich ein Handwerk. Das ist ja kein Wochenend-Workshop, an dem man dann Gitarrenbaumeister lernt. Und ein Handwerk muss man halt erlernen. Und ich glaube, die Ausbildung, die du gemacht hast, dauert ja auch 3 Jahre zum Zupfinstrumentenbaumeister. Ja. Und das kann man halt mit einem halbstündigen Tutorial auf YouTube irgendwie nicht abbilden. Nicht möglich. Was sehr sinnvoll ist, ist, sich das Begleitbuch zur Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher zu kaufen. Das ist der Jahnl. Die Gitarre und ihr Bau. Ich glaube, so heißt das. Da steht erstmal alles drin über Mensuren, über Hölzer, auch über Holzkrankheiten, Zwieselung, Drehwuchs, Druck- und Zugholz, sowas steht da alles drin. Das, wer sich wirklich für den Instrumentenbau interessiert, der sollte das zu Hause haben, der sollte das einfach mal durchlesen. Und wenn ihn das motiviert, kann er ja weitergehen. Und wenn er Hilfe braucht, soll er kommen. Gerne. Du bist ja, wie wir schon festgestellt haben, Gitarrenbauer aus Leidenschaft, also nicht nur so irgendwie dahin gekommen, sondern ganz klar dazu entschieden. Und so, es gibt natürlich immer positive und negative Seiten. Und wenn du dich jetzt mal für 2 entscheiden müsstest, was magst du am allermeisten an deinem Beruf, auch nach all den Jahren? Und was magst du am allerwenigsten an deinem Beruf? Am meisten ist, oder am schönsten ist das Gefühl, dass ich etwas mache, was sinnvoll ist in meinem Leben. Ich habe allerdings auch den Anspruch. Und das bringt gleich die Kehrseite mit sich. Ich lebe das derartig, dass da für mich vieles runterfällt. Ich bin mit meinem Interesse, mit meinem Beruf so verwachsen, dass ich, also ich gehe hier nicht nach 8 Stunden raus. Ich sitze dann abends noch mal 2-3 Stunden noch oft da, schreibe Texte, alles, was mir in den Kopf geht, entwerfe Instrumente. Und ärgere mich auch manchmal über Kunden, das dauert dann auch ein paar Tage. Erst in letzter Zeit bin ich in Sachen Holz noch eine Stufe tiefer eingetaucht und habe eine Ausbildung gemacht zum Waldführer. Das bringt mich raus. Das habe ich oft nicht gehabt. Also ich habe auch in meinen Werkstätten, das ist ja jetzt hier meine dritte, habe ich auch extrem viel Abende verbracht. Und auch mein Bekanntenkreis, Freundeskreis hat sich mehr oder weniger immer ums Instrument formiert. Das ist bis heute so geblieben. Also meine besten Freunde sind Gitarristen. Das ist dann schon so ein bisschen, das ist der Nachteil, das ist fast ein bisschen inzestuös. Aber ja, das ist vielleicht so eine kleine B-Seite von dem, wenn man etwas mit so viel Leidenschaft macht. Kann ich mit leben. Du wirkst auf mich nicht total unzufrieden. Also. Genau. Okay. Wir haben eben schon viel über Sound und über Holz gesprochen, über Instrumenten bauen. Und du kennst dich ja wirklich gut aus mit Instrumentenbau. Und da drängt sich natürlich die Frage ein bisschen auf, hast du denn sowas wie eine persönliche Traumgitarre? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Okay, also das ist ganz leicht zu beantworten. Ich habe meine Traumgitarre wechselt etwa alle Vierteljahr. Dann habe ich wieder was in der Hand, es gibt mir so viel zu denken, so viel, das inspiriert mich derart, dann ist das natürlich gerade meine absolute Lieblingsgitarre. Wenn du jetzt sagst, welche Gitarre nimmst du mit auf die einsame Insel, wie man das ja bei Büchern immer gerne fragt, dann ist das meine 52er Allgold. Das ist zum Niederknien, was die macht. Da brauche ich eigentlich nichts mehr.
Klare Antwort. Aber ich finde es eine spannende Antwort, weil du ja auch sagst, es ist keine Gitarre, die so über 20 Jahre die gleiche ist, sondern es ist was deiner persönlichen Entwicklung quasi, deine persönliche Entwicklung begleitet, sondern also was, das dich inspiriert und was Neues in dein Leben bringt. Wenn ich diese Offenheit nicht hätte, diese, ich sag mal auch fast eine Sucht nach ständigem Wechsel, nach Abwechslung, nach Weiterkommen. Hat jemand gesagt, Intelligenz macht neugierig. Ja. Das finde ich einen scheiß guten Satz. Also wenn ich das nicht hätte, könnte ich das hier alles nicht machen. Das ist eine Voraussetzung, immer wieder zu verändern, 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 verändern. Allein diesen Laden haben wir in den 20 Jahren, 22 Jahren jetzt, in denen ich hier bin, haben wir schon dreimal komplett umgebaut. Und das ist das, was mich so fasziniert. Weiterentwickeln, weitergucken, nicht. Ich bin niemand, der auf dem Hocker sitzt und sagt, das wäre es jetzt mal gewesen. Das mache ich im Wald. Da setze ich mich hin und höre nur noch zu. Ja, das ist toll. Also ich habe einen ganz ähnlichen Ansatz, weil ich teste ja auch Instrumente und ich teste ja auch, also auf meinem Niveau eben, ich teste auch Effekte und so weiter. Und meine Herangehensweise ist auch nur, ich kann immer nur sagen, ob das Instrument mit mir spricht oder nicht. So, mehr kann ich nicht sagen. Also das ist auch, nachdem entscheide ich auch, ob ich eine Gitarre mag oder nicht. Ja. Und dann ist auch egal, ob da 500 Euro oder 5000 Euro dran steht. Geht mir genauso. Ja. Für 500 ist es meist diese Unterhaltung kurzlebig. Ja. Aber sie war da. Und bei den teuren Instrumenten ist es langlebiger. Das schon. Ja, es ist ein Dialog, mit dem du gehst mit deinem Instrument. Wenn du ein Instrument hast, das sage ich oft zu jungen Eltern, die sagen, für mein 7-jähriges Kind möchte ich jetzt eine Gitarre haben. Oder die sagen, ich kaufe denen eine Ukulele. Eine Ukulele ist ein Spielzeug, das werfen sie in die Ecke, hat sich's. Also wenn, dann macht's richtig und dann erst ab 9 Jahren. Du trittst mit dem Instrument in einen Prozess ein, in einen Dialog. Das ändert sich nicht. Ob du klein bist und lernst lernen und dadurch weiterzukommen oder einfach nur dudeln, das hört nicht auf. Kommt auf den Charakter an, aber für mich hört es nicht auf. Das ist eine der immer wieder überraschenden Dinge, die ich hier zu machen habe. Klar, ich meine, wenn ich 20 Setups am Tag gemacht habe, mache ich nicht, schaffe ich gar nicht. Aber wenn ich so von dem Griffbrett den Grind runterkratzen muss mit Stahlwolle drüber, um das Ganze aufzupolieren, da frage ich mich schon manchmal, wäre ich jetzt nicht lieber im Wald. Aber das gehört mit zum Job. Ich bin Dienstleister. Wer hier reinkommt, die Tür aufmacht, ist mein Kunde. Und wenn wir uns verstehen, ist alles gut. Und das ist eigentlich mit 99,9% der Leute der Fall. Kommen wir noch mal ein bisschen zu einer Sound- und zu einer gitarrenbaumeisterlichen Frage. Und zwar, nehmen wir mal an, du müsstest dich auf drei Dinge beschränken. Was sind die drei wichtigsten Faktoren an einer Gitarre, die erstens den Klang ausmachen und zweitens das Spielgefühl ausmachen? Wir haben schon viel über Holz gesprochen. Du hast schon gesagt, dass Holz quasi so der Klang der Gitarre ist. Also würde ich jetzt einfach mal auf Platz 1 setzen. Aber was sind Platz 2 und 3, wenn es um den Klang der Gitarre geht? Ja, super. Wenn du ein Instrument in die Hand nimmst, hast du als erstes in der linken Hand einen Hals. Und der Hals ragt aus dem Brett bei einer E-Gitarre Sonnenende raus. Das heißt, der ist derjenige, der unglaublich schwingt, der was macht. Also, du fasst ihn an und sagst, wow, der liegt mir sowas in der Hand. Im Augenblick ist das bei mir, bei den Blackguards, die wir bauen, ein 53er asymmetrisches V-Shape. Da ist ein Hals, 23 mm dick, mit Griffbrett oder ohne, hat eine Rundung und dann geht der fast von der Spitze aus flach weg. Das heißt, du hast hier, wenn du das spielst, hier hast du überhaupt keinen Widerstand. Du hast jetzt nur hier einen Daumen und in dem Daumenballen. Das ist so ein Handschmeichler, obwohl das so ein richtig, also 23,5, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, was das für ein Prügel ist. Du nimmst es in die Hand und sagst, es ist nichts. Und dadurch, da hast du die zweite Komponente. Holz haben wir, Hals haben wir und du bist eigentlich glücklich. Mit einer guten Seitenlage hast du eigentlich alles, was du brauchst. Wie sieht es aus mit Saiten? Also ich persönlich habe sehr starke Unterschiede festgestellt, wenn es um Saiten geht. Mhm. Also von unterschiedlichen Herstellern. So, du hast ja schon mal gesagt, dass du Pyramidsaiten sehr schätzt, die aus Bubenreuth, aus Franken, soweit ich weiß, auch kommen. Ja. Und welchen Einfluss, wie viel Einfluss haben Saiten auf den Klang von einem Instrument? Ganz extrem viel. Der hat gerade, der Max Junger von Pyramid, hat die Monel-Saite wieder auf den Markt gebracht. Also früher hat man die Saitenseele
10, 13, 17, 10, 13, 17. Das war, heute ist das hexaphonischer Kern. Der ist also leicht eckig und dadurch lässt sich dann die Umspinnung total sicher und fest aufbringen. Früher war das nicht so, da war der Kern rund. Das sind sogenannte Monelsaiten. Die haben einen völlig anderen Charakter. Das ist, wenn du mal, ich gebe dir nachher einen Satz mit, wenn du mal deine Gitarre damit bestückt hast und dann mit dem, mit dem anderen, dann merkst du, das ist ein Riesenunterschied. Dann kann ich unterscheiden zwischen Nickel und Stahl. Es gibt reine Stahlsaiten, es gibt reine Nickelsaiten. Früher gab es nur reine Nickelsaiten. Heute ist fast alles Nickel-Alloy, Nickel-Wound und so weiter. Das sind alles Nickel- und Stahl-Gemische. Sag mal so, wenn du jetzt jemanden hast, der immer nur auf der einen D-Tune-Drop-C hat oder was auch immer, also da unten rumwühlt mit schön kräftigen Saiten, der braucht einen sauschnellen Attack. Und das kriegst du nur mit einer ganz bestimmten Seitenstärke und einer ganz bestimmten Nickel-Stahl-Mischung hin. Sonst eiert dein Ton erst rum, bis er sich findet, ist schon der Song zu Ende. Also, oder so eine kleine, ein kleiner Teil davon. Also, du kannst mit der Seite ganz viel beeinflussen. Dann kommen dann auch Leute und sagen, die kaufen sich dann eine Joe Pass von der und der Firma. Und die wollen sofort geschliffene Saiten drauf haben, weil die auch genau so klingen wollen wie Joe Pass oder andere Jazz-Gitarristen. Also du kannst mit der Saite sehr deinen Klangcharakter beeinflussen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Über die nächste Frage haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich will es aber trotzdem nochmal fragen. Und zwar, das ist eine Frage, die, glaube ich, viele Gitarristinnen und Gitarristen beschäftigt. Was sind denn die Sachen, die man wirklich zu Hause mal eben machen kann und ab welchem Punkt muss man zum Gitarrenbauer gehen? Du hast ja eben schon gesagt, so diese Idee, dass jeder sein Instrument fertig einstellen kann, ist Quatsch, sehe ich auch so. Aber muss man für jeden Schraubenzieherdrehung zum Gitarrenbauer oder was sind so Sachen, was man auch zu Hause mit ein bisschen Anleitung schaffen kann? Du kannst durch die Tutorials kannst du eine Menge lernen. Und immer, ich würde jedem raten, experimentier, so lange, bis du das Gefühl hast, ich komme hier einfach nicht weiter. Und dann geh zum Gitarrenbauer. Aber alles andere, mach's, probier's doch. Kann dich nur schlauer machen. Gib dir eine Erfahrung und wenn du nicht weiterkommst, dann holst du dir die Kenntnis von jemandem, der es weiß, wie es ist. Also das im Prinzip kann man alles machen, klar. So muss ja nicht klappen. Kann ja schief gehen. Genau, aber ohne es zu probieren, kommst du nicht weiter. Ja, okay. So ein Idiot. Das mit dem Ausprobieren ist schon ein super wertvoller Tipp. Was sind denn, wenn du dich auf drei Dinge beschränken müsstest, drei Sachen, die du jedem Gitarrenanfänger raten würdest? Der eine Gitarre kaufen will oder der eine hat oder sagen wir mal so, es gibt Einzelhändler, die sich auch Mühe geben, ein Instrument zu verkaufen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So einen sollte man sich suchen. Das nächste ist, such den Lehrer. Versuch's nicht alles alleine. Ein Lehrer spornt an, ein Lehrer setzt unter Druck und so lernst du eigentlich am schnellsten. Und genauso ist es mit dem Instrument. Wenn du was dran machen willst, mach was dran, sonst lernst du nichts. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Lutz. Und zwar, du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren im Geschäft und du hast auch so das ganze Musikbusiness und auch das Gitarrenbau-Business im Wandel der Zeit ein bisschen mitbekommen. Was hat sich denn im Vergleich zu deiner Anfangszeit, und du machst das ja schon seit den 80ern, 35 Jahre jetzt, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben und was würdest du sagen, was war damals besser oder schlechter und was ist heute besser oder schlechter? Das dreht sich alles im Kreis in meinen Augen. Die Musikindustrie hat zu meinen Anfängen, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und zu lernen, gab es eine Zeit der Zentralisierung, sprich CBS, Gibson, die zu so großen Konzernen geworden sind, dass sie andere Firmen alle aufgekauft haben. Du hast heutzutage, wenn du ein Instrument kaufst, hast du im Grunde genommen so ein Gerüst, du hast einen Namen, aber wem die Firma gehört, das weißt du gar nicht mehr. Das ist auch nicht mehr Deklarationspflicht, wo das Instrument herkommt. Das machen noch manche, aber es ist nicht mehr eine Verpflichtung da. Die wird vielleicht irgendwo gebaut und 5% wird in einem anderen Laden das Feintuning gemacht. Da kannst du sagen, die kommt daher. Ich möchte jetzt keine Länder nennen. Das war in den 70er, 80er Jahren gab es das auch schon. Aber noch nicht so brutal businessorientiert wie heute.
Das war natürlich damals auch businessorientiert, aber da gab es noch nicht mal Computer oder Handys, wie lustig. Also es gab davor diese Bestrebung auch schon, die Musikindustrie zu zentralisieren. Ein paar große Konzerne haben das versucht und da ist die Qualität total im Bach untergegangen. Das sagen, jeder sagt dir, jeder Vintage-Händler, bis 72 gehe ich mit und danach wird es für mich nur noch Grütze. Weil die haben dann nur noch geguckt, dass die Profite stimmen. Und das hat sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Das ist auch heute noch so. Und das Material, was heute verbaut wird, ist, wie gesagt, Bio. Nicht dein Anspruch. Nee, ein Händler hat mir mal gesagt, also mit der Klampfe, da darfst du nicht am offenen Fenster spielen, weil sich der Hals sonst verdreht von Luftfeuchte oder Wärme oder Kälte. Also das ist schon heftig geworden. Aber auf der anderen Seite hat es immer eine Tendenz gegeben. Das war in den 70er Jahren, 80er Jahren, zum Beispiel Alembic, ESP. Lauter Firmen, die im Kleinen, so wie wir das ja heute auch machen, total davon profitieren. Dass diese geldgeile Industrie sich versucht, immer weiter und noch dicker zu machen und noch mehr rauszuholen, Profite rauszuschlagen. Dadurch haben wir einen riesen Freiraum gekriegt. Wir machen Instrumente für anspruchsvolle Leute. Und das ist, das war damals auch schon so. Und da sind ganz tolle Sachen entstanden, ganz kreative Sachen, ganz tolle Sachen entstanden. Und so ist es heute auch. Und heute ist es, wenn man mal auf dieser Holy Grail Gitarshow gewesen ist, da waren, glaube ich, 300 Gitarrenbauer, in meinen Augen ein bisschen zu viel. Und jeder hatte nur einen Tisch zur Verfügung, um sich zu präsentieren. Aber was man da sehen konnte, das war derartig kreativ und vielfältig, das hat es so früher nicht gegeben. Früher war das immer so, ja, ein bisschen Nische, konnte man auch gut drin leben. Und heute ist die Nische eigentlich angesagt. Also die Experimentierfreudigkeit der ganzen Musikbauszene ist einfach gewachsen. Die ist total gewachsen, die ist selbstverständlich geworden. Das ist viel, es wird ganz anders akzeptiert als früher. Früher musstest du da echt dich da irgendwie durchkämpfen. Und heute, wenn du da nicht irgendwie eine schräge eigene Sache bringst, hast du keinen Platz. Dann kriegst du deine Instrumente nicht an den Mann gebracht. Und das ist also, das Internet hat so extrem dabei geholfen, dass wir uns genauso am Markt orientieren können, wie das Große theoretisch können. Die haben viel Geld, aber Internet, eine Präsentation, kostet dich gar nicht mehr so viel Geld. Ist ein Witz. Und das hat den Instrumentenbau und das Design, ich sag mal lieber, das Design hat es schon in den letzten 10 Jahren radikal verändert. Und ich finde, meistens zum Positiven. Lutz, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht, dir Fragen zu stellen und von dir zu lernen und dir zuzuhören. Und einfach vielen Dank erstmal, dass du dein Wissen und deine Geschichten mit mir und uns allen geteilt hast. In der Videobeschreibung von dem Video findet ihr außerdem nochmal das Video, wo Lutz die E-Gitarre, die ich in der DIY-Challenge gebaut habe, perfekt einstellt. Also wirklich perfekt einstellt. Und außerdem auch die Videos, wo Lutz den ganzen Prozess noch ein bisschen aufgedröselt mit einer Rebel-Gitarre von den Luke Guitars macht. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich danke, dass du mich ausgewählt hast. Mir war es ein großes Vergnügen. Merci beaucoup.